U-Bahn Digitierzug. Gregor! Oh mein Gott! Ich wusste es! Woke up, drip like a Kage. Wir ziehen Koks, ziehen Speed. Das Leben eines G's. Oh mein Gott! Oh mein Bro. Ich bin Fjodor, ich bin Produzent aus Köln. Ich bin Armin, ich bin 28, alter Mann. Und ich liebe Anime! Und ich hoffe, dafür bin ich auch hier! Ihr habt ja locker wahrscheinlich ein bisschen versucht zu rätseln, warum ihr heute hier seid, weil Steph hier ist, denke ich, so Richtung Animes oder Hip-Hop. Ich habe extra versucht, mir da nicht so viel Kopf drüber zu machen, was es denn sein könnte. Momo, bist du aufgeregt? Du bist das erste Mal heute. Ja, ich bin mega aufgeregt. Ich habe richtig Dünnpfiff. Ja? Du hast richtig Bock. Ja, ich habe richtig Bock. Also, weil du glaubst, was... Es wird Anime, seien wir doch ehrlich. Sag's doch einfach, es wird Anime-Sache. Meinte, wenn Synchronsprecher sind, wir haben beide nichts auf Deutsch geguckt und wir wären einfach am Arsch. Also ich habe ein bisschen Naruto auf dem Weg hier geguckt, aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt oder nicht. Was sind deine 5 Lieblingsanimes? Auf jeden Fall Platz Nummer 1. Ja. Müssen wir gleich reden. Ja. Death Note. Bitte? Death Note. Death Note mit Abstand, wirklich der Anime hat mich mein Leben lang begleitet. Einfach die Story, die Atmosphäre, einfach geil. Spirited Away, was im deutschen Chihuahua ins Wunderland ist. Save Prinzessin Mononoke. Tokyo Avengers bei mir wieder richtig. Kogis, Attack on Titan. Sword of a Stranger. Mononoke. Kompoko ist auch sehr gut. Golden Boy? Golden Boy, okay. Golden Boy? Ey! Ah, Kultur, hä? Kaum einer erinnert sich an Golden Boy. Okay. Ey, das waren die guten Zeiten. Vor allem die erste Folge direkt mit der Toilettenschrubb-Szene. Bleach, Hunter x Hunter und One Piece. Was glaubst du denn, was musst du jetzt hier gleich tun? Ich hoffe, Anime-Stimmen erraten. Bekommt jetzt erstmal Kopfhörer, dann hört ihr mal kurz rein. Yeah. Oh. Na, sieh mal einer an. Aus welcher Epoche seid ihr denn hier gelandet? Junes und die Datteltäter haben gesagt, ihr würdet vorbeikommen und versuchen, Stimmen zu erraten. Oh mein Gott! Ihr riecht zwar nicht nach Dämonen und mir kann es ja egal sein, aber wenn ihr falsch liegt, verarbeite ich euch mit Tessaiga zu Origami. Tessaiga! Scheiße! Alter, das ist einfach Inuyasha und der redet mit mir. Ich bin Dominik Auer, die deutsche Stimme von Inuyasha aus Inuyasha. Dominik. Krass, Bruder, sehr lange nicht geguckt, leider. Wir sind am Arsch! Wir sind am Arsch! Inuyasha geguckt. Nein! Ich bin zu jung dafür. Was willst du damit sagen? Gucken die Animes auf Deutsch, oder? Ne? Conan ist das Einzige, was ich auf Deutsch gucke. Deutsch. Okay, alles auf Deutsch. Deutsch underrated, Leute. Deutsch ist underrated. Halt mal kurz noch mal deine Augen zu. Wie soll ich das machen, Bro? Wir bringen dir jetzt hier noch was rein. So. Wenn ich euch nicht sehe, dann könnt ihr mich auch nicht sehen. Dürfen wir wieder aufmachen? Junge, gleich kriegt man einfach so Tritt in die Eier. Ich schwör's dir, ich hab so viele Jumpscare-Videos geguckt. Ach so. Oh! Wenn das jetzt die Sprecher sind, die aber stark sind, dann muss ich kurz genau gucken. Könnt ihr schon Figuren direkt benennen? Der Bre einfach. Halal, Bruder, das ist Haram. Wir dürfen nicht. Dieses Schwein ist auf jeden Fall von Seven Deadly Sins. Heißt nicht einfach Piglet? Hawk. Hawk, genau, stimmt. Das ist die von Pokémon. Also das ist auf jeden Fall der Mikey von Tokyo Revengers. Das ist von Edgerunner, das ist von Sailor Moon. Venus? Merkur. Merkur, ich fange so gut mit Astrologie. Das ist ein Teddy aus Bleach. Ja. Da, wo der seine Seele reinpackt. Und der Bruder Black Clover. Okay. Okay, bis jetzt noch nicht zerstört, okay, Gott sei Dank. Da ist natürlich unser Bruder Kamado Tanjiro. Da ist Eren Jäger. Sasuke Uchiwa. Diese Mononoke. Prinzessin Mononoke, wenn ich es bitten darf. Hier, das ist von... Alchemist. Hieß er Alvin oder... Edward. Und Inuyasha auf jeden Fall. Ey, ich habe gestern noch Demon Slayer geguckt und geweint. Das ist doch der Keeper von... Kickers? Ich weiß nicht. Mario, der Torwart. Das ist die Volleyballspielerin. Mila. Mila, genau. Also die Figuren, deren SynchronsprecherInnen sind heute hier. Und dann müsst ihr zuordnen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch das durchschlagen wollt. Mit bisschen Glück kriege ich noch das Schwein hin, weil ich glaube, das habe ich auf Netflix geguckt und auf Deutsch. Also so richtig peinlich vor denen, so wie wir richtig uns blamieren. Aber weißt du, was das Gute ist? Wir blamieren uns zu zweit. Oh, ja, okay.
geteilter Schmerz ist doppelter Schmerz. Nein, halber. Aber der Bre, das Kuscheltier. Also ihr müsst eigentlich erstmal nur diese rechte Seite von mir aus bzw. von euch links betrachten. Die müsst ihr auf jeden Fall erraten. Die Figuren, das ist so da, wo wir sagen, ja, wäre gut, wenn ihr die erraten. Die haben alle, haben sie noch eine zweite Stimme mindestens, die sie sprechen. Und das wäre so für die Leute, die dann so mal nochmal die Extrameile gehen können und erraten, oh, das hört sich sehr ähnlich an. Es gibt Sprecher heute, die haben maximal 3. Ah, okay. Minimum 1. Gut, dann können schon mal die Synchronsprecher reinkommen. Sind das alle auf einmal oder was? Ja, die kommen alle auf einmal jetzt rein. Hi. Oh, damn. Leute. Oh mein Gott. Na, alles fresh. Hallo. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen schon mal in meinen Videos behandelt, falls ich was Schlimmes gesagt habe. Bitte hasst mich nicht, okay? Ich liebe euch alle. Das ist so peinlich. Einfach die Kindheit, Leute, einfach die Kindheit. Leute, danke schön für eure Leistung, für alles. Kennt ihr vielleicht hier schon ein Gesicht oder so? Also du kommst mir irgendwie bekannt vor, aber kann auch so sein, dass wir uns mal so auf ein Bier getroffen haben. Okay, also ich würde gerne sagen, es ist mir super unangenehm, aber ich habe alles auf Japanisch geguckt und bin nicht in Deutschland groß geworden, weswegen das alles so erschwert. Das heißt, ich hatte nie diesen After-School-Special-Moment. Sorry, vorher schon. Okay. Person Nummer 1. Hi, Person Nummer 1. Hallo, Person 1. Ich zitter an den Beinen, guck mal. Vielleicht gibt es im Leben keinen gleichwertigen Handel. Vielleicht kannst du alles aufgeben, was du hast, und bekommst trotzdem nichts zurück. Auch wenn ich nicht beweisen kann, dass das stimmt, muss ich es für dich versuchen. Und wie du es versuchst, Bro. Oh mein Gott! Edward, du hast mein Leben verändert! Edward? Okay, ey, zusammenpacken, schau rein. Also ich würde auch sagen, Edward. Das gibt mir auf jeden Fall ein bisschen so Sasuke-Vibes. Wir geben dir jetzt noch mal ein zweites Zitat. Meine Jungs sind am Kiosk, die Junkies. Weil SSIO für Peace sorgt wie Gandhi. Wenn wir kommen und du paar Ochsen siehst, kackst du Schwarzrotze tief in deine Karottenjeans. Du wirst von uns geohrfeigt mit Händen, die so groß sind, dass du dem Druck deine Storchbeine brechen. Ah! War das ein Rap? Was so? Den Bär. Con? Okay. Ja, ja, ich bin mir sogar relativ sicher. Dann hängt ihn das um. Okay, auf jeden Fall Edward. Richtig geile Stimme, wirklich. Du hast den Anime richtig, richtig schön gemacht. Das ist nochmal die linke Seite. Ihr könnt das jetzt vielleicht zuteilen, wenn ihr schon eine Idee habt. Ansonsten machen wir das vielleicht später. Kann ich auch später ändern oder muss ich jetzt schon? Du kannst später noch ändern, ja. Weil er gibt mir halt so Elfen-Vibes, aber ich weiß nicht, Alter. Nur wegen seinem. Aber der sieht auch so aus, als würde er eine massive Ansprache halten würden. Lass den nehmen, oder? Ja, komm. So viele Zwinker, wenn wir richtig sind. Ich könnte auch 3 haben. Okay. Oh! Dann machen wir mit Person Nummer 2 weiter. Hallo. Ich mag vieles nicht und es gibt nichts Spezielles, das ich mag. Ich habe keinen Traum für die Zukunft, sondern ich habe einen Plan. Und den werde ich umsetzen. Ich werde meine Familie wieder zusammenführen. Kannst du mir Gute-Nacht-Bücher vorlesen, bitte? Das ist so eine tolle Stimme. Boah, ich bin schockt. Ich bin mir so sicher wie das Amen in der Kirche. Sagt man das noch? Ich bin wirklich schockt. Was habt ihr alle für Stimmen? Ich hatte anfangs Sasuke. Sasuke-kun. Ja, aber das Zusammenführen ist ein bisschen... Obwohl mit Itachi, vielleicht will er... Madara. Wir haben hier noch ein Rap-Zitat, wenn ihr wollt. Früher war ich broke, aus dem Block wie Jennifer. Ich will in die Vogue, jeden Tag ein Level up. Willst du eine Show? Klär das mit meinem Manager. Bitch, ich bin der Goat, immer on the road. Vielleicht halt dieser eine, der so aussieht, als wäre der von diesem Black Clover oder so. Ich überreiche dir feierlich den Bre. Ich darf 2 haben. Ja. Kannst du nur einmal für mich Sasuke Uchiwa sagen? Sasuke Uchiwa. Ja, wir haben's. Wir haben's. Ich glaube, es ist Sasuke. Dann nehmen wir Sasuke. Dankeschön. Okay. Dann Person Nummer 3. Hallo. Hallo. Oh, ho, ho. Ich kann lachen wie die Sonne über Fujiyama. Und fliege wie eine Schwalbe über Fujiyama. Ich habe einen Traum, für den ich alles geben werde. Ich gebe nicht auf. Boah, das klingt sehr kriegerisch. Ja, ich weiß es. Ich glaube, es ist Mila. Aber ja, die beiden, oder? Ich komme nur in Frage. Ich sag die oben rechts. Mononoke? Ja. Ich glaube, es ist die... Mila? Ja.
Schauspieler. Okay, was denkst du, Momo? Was sie sagt. Guck, die singen auch alle mit Ja, Mann, das wird schon sein. Klassiker, ey, das ist einer der Klassiker. Also, wenn ich mit Erwachsenen über Anime rede, kommt immer nur dieser Anime. Immer nur Mila. Wirklich. Willst du noch ein zweites Zitat? Ja, gerne. Ich bin all das, wovor deine Eltern dich immer gewarnt haben. Doch ich hab Geld, hab Frauen, hab Spaß und du musst immer noch Bahn fahren. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Na, und wer sagt, was schlecht ist? Ich passe nicht in dein Konzept. Egal, mir geht es prächtig. Stark. Stark. Das war Sido. Sie, oh mein Gott. Ja. Hawk. Hawk hört sich schon so ein bisschen so an, ne? Wir nehmen das Schwein. Kannst du noch mal in der Stimme sprechen? Über dein Sternzeichen reden? Mein Sternzeichen ist Jungfrau. Hawk, safe. Hawk, Hawk, Hawk. Ich fange an. Der zweite Platz kommt zuerst. Und sie. Danke, auch sehr krasse Stimme. Sag das nicht immer, bevor ich das sagen kann, sonst denken die Leute, ich wäre unhöflich. Wenn ihr ready seid, Person Nummer 4. Wir kämpfen immer, im hellen Tageslicht und in der Dunkelheit der Nacht. Wir laufen nicht weg. Dabei sind wir nur Menschen. Unsere Wunden heilen nicht so schnell. Verlorene Gliedmaßen wachsen nicht einfach so nach. Also, wieso rennst du weg? Die ist so Demon Slayer, richtig. Tanjiro. Auf jeden Fall Tanjiro, wirklich die Rolle. RIP-Familie. Dann auf jeden Fall noch, natürlich Mikey. Das hörst du schon direkt raus, oder? Ja, ich hör's raus, wirklich. Okay. Diese Stimme ist... Hast du noch einen zweiten Text auch? Wir wollten Ghetto-Lied auf dem Ghetto-Beat. Komm nach Wedding, dann wisst ihr, wo das Ghetto liegt. Das ist mein Bezirk. Geh von hier nicht weg, liebe meine Brüder, widme ihnen diesen Track. Junge, ich wusste, dass Tanjiro so gut rappen kann, Junge. Tanjiro, mach Tanjiro. Ich hab der Blonde. Person Nummer 5? Du hast eine super Stimme. Voraussichtlich von mir. Sorry. Seht alle her. Der Dämon heißt Hass. Und so sieht es aus, wenn er von einem Besitz ergreift. Er bringt mich um. Er frisst mich bei lebendigem Leibe auf. Der Zorn nährt ihn und macht ihn stärker. Geil. Ja, ist bestimmt diese Mononoke, oder? Die hat voll Blut am Mund. Arm out. Arm out. Du machst das. Ich würde sagen. Also ich habe Mononoke 6-mal gesehen. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Das, wie viel Mal hast du das gesehen? 6-mal? Okay. Ich brauche noch einen zweiten. Kurz mal lesen. Sollen wir Hip-Hop-Arme machen zum Helfen? Sie soll ja nicht rappen. Ach so, okay. Ja, wir lieben Rap, Bro, weißt du, so. Es ist halt... Wir ziehen Koks, ziehen Speed, das Leben eines Gs. Wir boxen dich zu Kartoffelbrei. Ali, Murat, Rashid. Stich, 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 stich. Mononoke. Das ist super. 100%. Wow. Bro, stich, 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 wenn das nicht die ist, wer dann, Alter. Okay, ich nehme Officer Rocky und Mononoke. Aber Polizistin oder Merkur-Girl? Merkur-Girl. Ja. Ich geb dir das schon mal. Ich entscheide, dass wir die, genau, die mit Moon. Okay. Vorsicht, nur ist ein Kabel. Wer will Produzent sein? Dankeschön, das war super. Yeah. Dann die nächste Person. Hallo, wie geht's? Sehr gut, danke. Bis jetzt habe ich es nicht geschafft, aber ich schaffe es. Das weiß ich genau. Jungs, ihr werdet es sehen und ihr dürft auch nicht aufgeben. Wir haben sie herausgefordert, jetzt müssen wir auch spielen. Sehr schönes Hemd übrigens auch. Das ist ein super Hemd. Also, Kickers. Torwart. Mario, der alte Keeper, Junge, mit den klebrigen Händen. Okay. Mein Körper ist ein Prototyp, alles wie gezeichnet. Mein Handgelenk spielt Schlägereien, weil ich breit bin. Fetter Breitling, Anleinen Pitbulls, Wedding 65. Komm doch her, wenn du Streit suchst. Kann es diese Bleach-Puppe sein? 100%. So sehr. Cool, danke. Ja, das ist ein richtiger Erdenjäger. Richtiger mieser Erden. Wir sind frei geboren. Oh ja. Wir alle. Frei. Willst du oder soll ich? Manche glauben es nicht. Andere versuchen es wegzunehmen. Zur Hölle mit ihnen. Du hast die Freiheit, die Welt zu verteidigen. Und ich habe die Freiheit, weiter voranzukommen. Du kannst jederzeit bei mir vorankommen mit dieser Stimme. Glaub mir, jederzeit, Mann! Sag, Momo, das ist dein Moment. Erdenjäger.
Aus der Attacke. Okay, dann spricht er noch eine weitere. Warum machst du so auf cool, du Spast? Nein, ich will nicht wissen, wie viele Tattoos du hast. Nein, ich will nicht wissen, warum deine Hose so eng ist. Warum bist du Deutscher, doch rappst auf Englisch? Alter, welcher... So eine Scheiße geschrieben. Wort da gesagt, tut mir leid an alle, Alter, aber sehr krass, Mann, danke. Bruder, Aaron Neger hat gerade deinen Line gerappt, Bro. Weißt du, wer auch ist? Gerappt. Ich schwöre, er ist Grünboy, 100%, ja, Mann. Weil er hat diese Ernsthaftigkeit. Mhm. Oh mein Gott, einfach Aaron. Okay, dann war das die letzte Person. Ja, im Hintergrund wird jetzt erstmal nochmal umgetauscht zu denen, die Figur richtig gehört. Wieso bewegen sich da so viele Leute gerade? Wird getauscht, wir wissen es nicht. Haha, muss hier jetzt getauscht werden, oh shit. Ich guck nicht in den Spiegel da, okay? Ja, genau, guck nicht in den Spiegel da rein. Mann. Gut, dann würde ich sagen, könnt ihr euch umdrehen. Aha, aha. Ich wusste es! Warum hast du es nicht aus? Mann! Du hast absichtlich ein bisschen anders gesprochen, glaube ich. Nein, echt? Oh nein. Ah. Du hast Hawk richtig, aber Mila hast du nicht richtig gehabt. Nein, ernsthaft? Krass. Okay. Ah, okay, also... Ah! Ja, okay. Oh, guck mal, genau. Oh, Junge. Hä, alles richtig, oder was? Stark. Ohne dich hätte es nicht geschafft. Also wir würden gerne unseren Eltern danken und denken. Zwei habe ich falsch. Nein, drei. Drei. Ja, drei. Sagen wir drei einfach. Komm, drei. Die Hauptfiguren habt ihr, glaube ich, alle richtig geraten. Und dann die zweite Figur, da waren nur zwei Fehler. Auch Respekt an dieser Stelle. Ihr habt alles richtig geraten. Amir, du hast jetzt die Möglichkeit, mit dem nochmal ein kurzes Gespräch zu führen. Schaust du eigentlich selber Anime auch? Persönlich nicht. Ich krieg's natürlich mit, dass es da eine große Fangemeinde, eine Community gibt. Ist cool. Und wie findest du, wenn Leute so darauf reagieren, wie ich jetzt zum Beispiel? Ist nicht irgendwie weird so? Das sind Zeichentrickserien, Bro, chill mal. Überraschend. Aber sehr schön überraschend. Wie machst du das dann, wenn jemand sozusagen älter wird? Aber du musst ja die gleiche Stimme behalten, aber dann wie älter, so denkst du dir so, ey, ich bin du, aber älter? Dann rede ich so wie du, ja. Ja, wirklich? Ist das so? Also, nein, man passt sich schon an. Man redet ein bisschen jünger, ein bisschen heller und später redet man ein bisschen tiefer. Und wenn du ein Stofftier sprichst? Dann stelle ich mir vor, ich bin ein Stofftier. Und rede die ganze Zeit so. Wow, ist das cool. Ich weiß zwar nicht, ob so ein Stofftier wirklich klingt, aber so ist es auch im Original. Darin orientiert man sich. Also ich denke mir das ja nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen darf, aber wen hast du lieber gesprochen? Echt? Edward Elric, ja. Ja, das hat Spaß gemacht, aber immer hochzuschreien und rumzuschreien, immer die ganze Zeit so. Gibt es noch eine Hollywood-Stimme, die du beispielsweise besetzt? Darf ich das erraten? Ja. Nein, 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 Bumblebee! Wow, Transformers! Shia LaBeouf? Okay, krass. Wow. Wer hast angefangen mit zu sprechen? Ich frage nach. Ich konnte noch nicht lesen. Also ich würde sagen mit 6 oder so. Kann man mit 6 lesen? Nee. Ach, krass. Ja. Kann ich mal die Runde fragen? Könnt ihr kurz die Arme hochhalten, wenn ihr damit aufgewachsen seid beim Sprechen? Also wenn ihr schon seit Kindheit... Ach, krass. Wir haben noch ein letztes Ding. Oh, wollen wir noch mal kurz einsprechen? Ja. Wenn ich lebend aus dieser Situation rauskomme, werde ich auf Fleisch verzichten. Und auf Sarkasmus. In Ordnung? Das ist alles, was ich habe. Es. Das ist Sokka von Avatar. Ich schwöre, ich wusste das. Vielen Dank, aber weiter so. Yannick Endemann. Wie findest du so persönlich den Weg von Sasuke so in seinem Leben? Also es dauerte eine Weile, bis ich verstanden habe, was mit ihm los ist. Er war ja am Anfang einfach immer nur sehr wortkarg und schlecht gelaunt. Es ist eine spannende Geschichte. Ich finde, es ist eine sehr ehrliche, sehr, sehr tiefgründige Geschichte, sehr traurige Geschichte. Und als dann klar wurde, wie die aussieht, fand ich das extrem spannend, ihn zu sprechen. Und was ist so die skurrilste Stimme, die du schon mal sprechen musstest? Glücksbärchen habe ich auch als Kind mal gemacht. Aber das ist halt wirklich sehr, 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 sehr klein gewesen noch. Naja, ich habe ungefähr wahrscheinlich so gesprochen damals. Und war halt sehr klein. Jetzt versuche ich das wieder herzustellen. Das ist ein bisschen anders. Krass, danke auch wirklich für deine Arbeit. Letzte Frage. Schön zu hören. Also es ist wirklich stark, so eine Reaktion zu bekommen. Das bekommen wir ja nicht so häufig, sondern so eine pure Reaktion. Ist geil. Stark. Ich bin wirklich damit aufgewachsen, wirklich. Also ja, wie sehr viele andere. Aber eine Frage habe ich. Ist es Sasuke oder Sasuke? Schwierige Frage. Der Sender hat sich damals für so die deutsche Aussprache entschieden. Ja. Im Nachgang, finde ich, hätte man durchaus die japanische nehmen können. Ne? Sasuke. Wir machen weiter mit Daniela.
Hallo Daniela. Hallo. Wenn du Hawk sprichst, ne? Mhm. Die isst ja einfach die ganze Zeit irgendwelche Sachen. So, die liebt es. Isst du dann selber was währenddessen, damit es sich mehr echt anhört? Nein, nein, nein. Oh. Ah, okay, also das ist nicht. Es erzeugt das. Also er ist ja immer köstlich, lecker. Wie ist es für dich, diese besonderen Rollen zu sprechen auch? Jetzt nicht unbedingt menschlichen Rollen. Ich liebe sie. Ich glaube, ich bin dafür geboren oder meine Stimme ist dafür geboren. Mir fiel das immer auch sehr leicht, auch in das Komödiantische zu gehen. Hast du auch bei nicht-japanischen Zeichentrick? Ja, Goofy und Max oder Captain Baloo. Goofy. Das war eine sehr gute Serie. Hier. Die Dinos, weiß nicht, ob du die kennst. War das das mit dem... Nicht die Mama. Zu Hause. Genau. Noch. Dun, 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 dun. Ja. Genau, da hatte ich die Charlene. Stimmt. Ach, Papa, ich brauche einen neuen Pullover. Robby, du Gemüsli, Gemüsli. Wow, Mann. Ja. Das ist schon lange her, krass. Vielen Dank. Dankeschön. Konstantin, genau. Und was ist so das, was du am meisten von den dreien magst zu sprechen? Also was ich wirklich selber sehr gefeiert habe, Demon Slayer war klasse, aber Cyberpunk Edge Runners war einfach wirklich fett. Warum? Weil wir hatten viele Freiheiten bei der Synchro und wir haben ein bisschen so wie in den 90ern synchronisiert. Wir haben von wirklich die schlimmsten Begrifflichkeiten dort verwendet. Wie, was, sowas in der deutschen Synchro, so eine Wörter, was, Froschfotzenleder und so eine Sache. Also so, das hat extrem Spaß gemacht, einfach die Arbeit. Wie ist denn das dann, also du kommst dann da rein und es ist so ein Studio, wa? Und dann sind da so einfach Tafeln? Nee, 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 pass auf, der Film ist unterteilt in 1200 kleine Stücke. So ein Stück ist zwischen 5 und 10 Sekunden lang, weißt du, und dann guckst du dir ein Stück an. Und dann kommt das nächste Stück, das nächste, das nächste, das nächste. Was für eine penible Arbeit einfach, krass. Ich finde auch. Oh, dann, okay, ihr seid also ja, Mann, voll der Anstrengung. Ich habe unglaublich gern mit den Hero Turtles früher gespielt und ich durfte dann in den letzten zwei Filmen Michelangelo sprechen. Da war ich einfach stolz drauf. Narcos kennt ihr? Ja. Ja, da habe ich den in den 70er Jahren trugen die bösen Jungs, die wir jagten, Flipflops. Wow. Diesen Ding. Dann habe ich Zora aus Kingdom Hearts gespielt. Oh, da sind viele mit groß geworden. Und da habe ich bis heute immer noch viele Nachrichten, die ich bekomme. Was sind so die Momente, die dich wirklich erfüllen und sagst, ja Mann, das ist es? Jetzt gerade so ein Moment mit dir. Das sind Momente, da erinnert man sich gerne dran. Weil, nee, muss man sagen, weil wir arbeiten in einem dunklen Studio. Wir stehen nicht auf einer Bühne, wo ein Publikum hinterher applaudiert. Meistens hören wir auch nur etwas, wenn etwas nicht gut ist. Das heißt, wenn die Arbeit gut ist und man nichts hört, dann weiß man, okay, die Arbeit war gut. Und deswegen freuen sich alle hier darüber so sehr, dass Leute wie ihr hier kommen und so viel Herz zeigen. Ja? Ich küsse euer Herz! Nächste Person, genau. Das sind ja jetzt alles krasse Rollen. Könntest du eventuell einfach für Momo und mich einmal die Polizistin sprechen? Ich habe heute Morgen eine Schnittlauchbreze und ein Sushi-Dreieck gegessen. Oh mein Gott, ich kenne die Stimme. Pokémon. Oh mein Gott, aber auch mehr als Pokémon. Und war 100 pro, oder? Also bei mir hat es angefangen tatsächlich mit Sailor Mercury. Und dann bin ich irgendwann zu Prinzessin Mononoke gekommen. Ich habe einmal ein Pokémon gesprochen. Das war so meine skurrilste Situation. Ich musste summen. Und zwar so. Und dann musste ich vor allem da bitte auch Emotionen reinlegen. Das heißt, ich musste dann summen. Dann sind diese 6 Bienen gegen einen Baum geflogen. Dann ging das also. Ich habe auch schon vorhin erwähnt, dass mein erster richtiger Anime-Crush auf Mononoke war. Ja. Das ist immer so weird, aber... Die ist ja auch echt. Die ist echt, ne? Die ist schon... Super. Oh mein Gott, die Rolle war so gut. Danke, wirklich Respekt. Danke für diese Infos, wirklich, das ist... Danke dir und ich finde es, also Respekt, wie ihr euch auskennt. Ja, das ist und schwitzt. Mario. Wie heißt du in echt? Geralt. Was hat sich am meisten verändert in der Szene, so würdest du sagen, von... Na, das Xen. Also, dass wir nicht mehr gemeinsam spielen. Aber das hängt mit den Ebenen zusammen, mit den Spuren, dass du dahin musst, dahin musst, dahin musst, bla. Ja. Und insofern ist es ein bisschen einsamer geworden vor dem Mikro. Ja. Aber trotzdem, wenn die Atmosphäre stimmt, und dann ist das eine wunderbare Arbeit. Zum Beispiel bin ich auch die Stimme von Daffy Duck. Und der ist ja nun sehr auf Pressure. Ja, du bist unaussprechlich! Zum Beispiel. Ich bin in der glücklichen Situation, also mehrere solche Charaktere zu haben oder gehabt zu haben,
den Argument zum Beispiel bei Digimon oder den Mord bei King Julian. Ja. Oh mein Gott, ich wusste bei King Julian? Ja, ich liebe Füße. Oh mein Gott. Und das sind also Sachen, da bin ich sehr, sehr dankbar und fast demütig. Tu mir nur einen Gefallen. Ja? Gib mir ein, diese Digitierung. Argumon digitiert zu Nein! Gerald, also ich frage noch mal ganz kurz nach. Du sprichst unter anderem auch bei Shrek Pinocchio, ist das richtig? Ja. Wie klingt der nochmal? Ich trage keine Mädchenkleidung. Und dann noch bei Friends bist du Ross. Ross, David Schwimmer, ja. Den sprichst du auch? In der Serie Friends, ja. 10 Jahre. Rachel, kannst du mir mal sagen, wo das Baby steht? Rachel? Wow. Du hast sehr viele crazy. Ich liebe Friends. Das ja, ich auch. Ja. Ich habe auch bei Findet Nemo mitgesprochen. Was siehst du? Ein Seestern, ein Satz, ein Schrei. Gucke. Wir sind Kollegen fast. Warum lacht ihr? Warum? Viele meiner Zuschauer, die fragen mich immer, sag mal, wie wird man denn Synchronsprecher? Was kann man tun? Und ich sage auch mal, ja, halt Schauspielstudium. Ja. Aber was würdest du jetzt noch so für Tipps geben für jemanden, der jetzt vielleicht so jetzt 20 ist oder 19 ist und der unbedingt da rein will? Ich frage für einen Freund. Es gibt zum Beispiel Portale Office of Arts oder Synchronstars. Da kann man sich eintragen, regelrecht, als Interessent. Dann wird man gebucht und kann sich dort ausprobieren, in kleinsten Rollen. Jetzt kommt dein Moment. Wie sieht's aus? Du siehst gut aus. Dankeschön. Okay. Oh mein Gott, wie fühlt es sich an, Erin zu sein? Ganz gut, ganz gut. Also es ist eine ziemliche Entwicklung, die Figur durchmacht. Manche mögen sie, manche nicht, die Entwicklung. Ja. Und ich finde sie ziemlich geil. Warte mal ganz kurz. Sprich mal ganz kurz normal. Ja, was soll ich sagen? Bist du Ron Weasley? Ja. Was? Warte. Was soll das schon ändern? Nur weil wir gerade einen Horcrux zerstört haben. Mein Gott. Wer bist du und was hast du mit Kuro gemacht? Oh mein... Was, Digga? Einfach hier Ron? Boah, okay, zurück zu Adam. Bist du mit dem Ende zufrieden? Dürfen wir so Fragen stellen? Ja, wir würden es vielleicht nicht spoilern, aber ja. Meinst du jetzt das Manga-Ende? Ja. Kenn ich nicht. Generell liebe ich Serien, ich will nicht gespoilert werden und ich bin ganz schlecht darin, auf Folgen zu warten. Deswegen warte ich lieber einmal komplett und schau mir dann alles an. So mache ich das auch. Wie ist das bei so Kampfszenen? Wie machst du das? Springst du dann da so rum? Und wie machst du das, dass es sich so echt anhört? Ich würde gerne rumspringen, aber das dürfen wir nicht. Also das, jede Bewegung würde ja das Mikrofon hören. Wow, ich hab mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich dachte, jetzt ist so, oh ja, okay. Kannst du mal rennen, also so eine Stimme beim Rennen machen? Ja, ich komme gleich. Wartet auf mich. Krass. Wow. Boah, ihr habt alle diesen kleinen Unterton, der das so perfekt macht, ne? Das ist so krass, Alter. So, man denkt so, ja, Synchronsprechen kann ich auch, Alter. Ja, ist doch nicht schwierig. Aber ihr habt diese, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe unfassbaren Respekt für, was ihr macht. Voll krass. Gute Folge. Schlaue Idee, Bro. Ey, ohne Spaß. Ich muss das erstmal verarbeiten. Wirklich, ich muss das verarbeiten. Siehst du das, Kamera? Ich zittere. Wer hat dir gefehlt heute? Boah! Kim Hasper, der Sprecher von JD aus Scrubs oder Light aus Death Note, das wäre krank. Ich finde es voll krass, dass sie dann so diese Verpflichtung haben, einfach 11 Jahre lang eine Person zu... Also so, du veränderst dich auch als Mensch dann auch voll und ihr Charakter verändert sich voll und du musst dann trotzdem diesen Zugang finden. Ja, das war's. Dankeschön. Danke für diese Möglichkeit. Und ich bin krass dankbar, dass sie hier ist, weil sie hat das Interview getragen. Tschüss. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr wart mit der Stimmenauswahl zufrieden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher Sprecher euch am besten gefallen hat und wen ihr von meinen Kollegen in der nächsten Sendung noch sehen wollt. Genau, und hier geht's zur ersten Folge, und zwar errate die Anime-Synchronsprecherstimme. Da gibt's schon mal eine Folge, da bitte reinklicken. Und hier geht's in die Funkwelt. Wir gucken mal gleich, welches Video hier auftaucht, aber das ist die Funkkollegen. Bitte reinklicken. Ja, und abonnieren nicht vergessen. Danke, Erin Jäger, für diese Ansprache. Tschüss, so. Dankeschön.